Jetzt erklären wir euch, was ihr fürs Bikejöring braucht. Ähnlich wie beim Dogscooting. Wir haben wieder ein Halsband dran, um den Hund aufs Halsband umschnallen zu können. Wir haben ein passendes Zuggeschirr. Dann geht's wieder über auf die Full Bungee. Wie gesagt, hier ist es euer eigener Geschmack, was ihr gerne für eine habt und auch was für einen Karabiner ihr verwendet. Dann gehen wir zum Bike. Hier brauchen wir natürlich auch wieder eine Bike-Antenne. Unser Favorit ist hier die Rowerland, die man, wenn man keinen Fully hat, sehr gut hinmachen kann. Die Leine ist diesmal direkt am Rahmen dran gemacht. Der Mensch hat wieder Handschuhe an, einen Helm auf und natürlich eine Brille an, damit die Steinchen nicht im Auge das Auge verletzen können oder wehtun. Und auch wie beim Dogscooting empfehlen wir hier Schuhe mit Grip, damit ihr nicht abrutscht, außer ihr fahrt mit Clickies. Wer das kann, kann gerne mit Clickies fahren. Ansonsten nehmt euch Schuhe mit gutem Klick, mit gutem Grip, nicht Klick. Und da haben wir vor allem die Eisbackschuhe, weil die haben einfach den besten Grip auf dem Markt.